Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erzähl's Oliver Krischer. Ich bin hier am eLab mit Professor Sauer, einem Institut oder einem Gemeinschaftsprojekt an der RWTH. Und vielleicht sagen Sie einfach mal, worum geht es hier? eLab, das klingt ja sehr allgemein. Elektronik kann man jetzt vermuten, dass es darum geht. Aber was genau machen Sie hier? Ja, genau. Also erstmal herzlich willkommen hier. Das eLab ist tatsächlich ein Gemeinschaftslabor, das wir mit Kollegen aus dem Maschinenbau und der Elektrotechnik hier betreiben. Und es ist dafür da, Komponenten, die man im elektrischen Antriebsstrang von Elektrofahrzeugen braucht, hier zu entwickeln. Mit dem Ziel vor allen Dingen auch mit kleinen mittelständischen Unternehmen hier Entwicklungsprojekte durchzuführen. Wir haben hier Werkzeugmaschinen stehen und Möglichkeiten, Prototypen zu bauen, sowohl im Bereich Batteriesysteme, Leistungselektronik, Batteriezellen, wir können Schweiß- und Fügetechnik hier machen, also zusammenfügen. Also all die Dinge, die man braucht, um eben nicht nur Autos, sondern eben die ganz vielen anderen Anwendungen, die ja auch heute immer stärker elektrifiziert werden mit Batterie als Energieversorgung, dann hier ja, zu entwickeln und bereitzustellen. Also Sie bauen die Komponenten für die Autos der Zukunft, also dass der Motor noch besser wird? Oder ist es hauptsächlich die Batterie, was da das Spannende für Sie ist? Hier wird tatsächlich an allen Komponenten gearbeitet. Ich selber komme jetzt aus dem Batteriebereich. Ich bin hier für die Batteriesachen verantwortlich. Genau. Und also wir entwickeln sie im Wesentlichen, ne, und bauen Prototypen. Wir machen natürlich jetzt nicht irgendwie eine Serienfertigung hier oder sowas. Das ist nicht die Aufgabe einer Universität letzten Endes. Aber Sie machen das schon, dass es dann später zur Anwendung kommt für genau. Entwicklungen in der Automobilindustrie, in anderen Wirtschaftsbereichen, wo Batterien oder dann auch Elektromotoren eine Rolle spielen. Genau, das können aber zum Beispiel auch Gabelstaplerhersteller sein oder eben auch von welchen die kleine Kameradrohnen bauen. Also das ist ein großer, weiter Bereich. Ja. Die Elektromobilität sozusagen ist ja sogar gar nicht so sehr in der Hand jetzt von kleinen mittelständischen Unternehmen. Von daher haben wir auch einen guten Fokus eben auf diesen, sagen wir mal, Nebenanwendungen, die aber natürlich gerade auch für die heimische Wirtschaft sehr, sehr interessant und spannend sind, weil sich dann mit der sich sehr gut entwickelnden Batterietechnik natürlich sehr viele neue Möglichkeiten auch ergeben. Ja. Und wenn Sie sagen, die gut entwickelnden Batterietechnik, das ist ja, ich fahre jetzt seit vielen Jahren ein Elektroauto, aber wenn man mit anderen darüber diskutiert, das ist ja immer sofort die Frage der Reichweite. Was tut sich, also der Wissenschaftler, der da drauf guckt, wie ist die Entwicklung in dem Bereich? Also wir haben ja jetzt, wenn man gängige Batterien kauft, da kann man schon 400-500 Kilometer in einem Pkw-Bereich durchaus machen. Wie wird das weitergehen? Oder ist das jetzt schon ausgereizt, was da passiert? Wahrscheinlich werden die Fahrzeuge gar nicht viel mehr als 400 oder 500 Kilometer Reichweite bekommen, weil man muss ja auch sagen, das braucht man ja nur ganz, ganz selten. Das heißt also auch aus ökologischen Gründen ist es jetzt gar nicht so sinnvoll für die 2-3 Fahrten im Jahr, die man macht, vielleicht dann noch 700 oder 800 Kilometer zu haben. Viel mehr Fokus wird da auf Schnellladetechnik liegen, also das, was entlang der Autobahnen vor allen Dingen aufgebaut wird, damit, wenn ich dann in Urlaub fahre, nach vielleicht 400 Kilometern Fahrt in 15 Minuten, 20 Minuten für die nächsten 300 bis 400 Kilometer aufgeladen bekomme. Das ist eigentlich der Hauptentwicklungsstrang. Da muss man die Batterien auch weiterzuentwickeln, dass sie diese hohen Ladeleistungen dann auch ohne Lebensdauerverlust aufnehmen können. Und der andere große Entwicklungsstrang, muss man klar sagen, ist Kosten. Ja, es geht fast mehr inzwischen darum, die Kosten zu senken, als jetzt die Performance noch weiter zu verbessern. Also Energiedichten, also Gewicht letzten Endes der Batterie ist irgendwo wichtig, aber ehrlich gesagt, ob da die Batterie 100 Kilogramm mehr im Auto hat oder weniger, das ist nicht das, was den Durchbruch ausmacht oder nicht ausmacht, ja, sondern die Frage ist, was kostet die Batterie? Aber das ist dann auch Teil Ihrer Arbeit, dass Sie Entwicklungen, Systeme entwickeln, die günstiger werden. Genau, das ist. Wir gucken hier vor allen Dingen auch darauf, dass die Lebensdauern möglichst lang sind, weil das natürlich dann über Lebensdauerkosten wichtig ist. Ja. Wir müssen dahin kommen, dass die Elektrofahrzeuge letzten Endes mit einer Batterie über die Fahrzeuglebensdauer hinkommt. Ich sehe da keine großen Möglichkeiten, nach 8 oder 10 Jahren eine Batterie auszutauschen.
Wir wissen alle, was ein Auto nach 10 Jahren noch wert ist, und dann eine Komponente, die naja, so ein Drittel des Neuwagenwertes ausmacht, als Ersatzteil auszutauschen, das wird nicht funktionieren. Ne? Also von daher, das ist ein ganz wichtiger Punkt, aber dann natürlich auch klar überlegen, welche Zellchemie kann man wo sinnvoll einbauen. Gibt ja da ganz unterschiedliche, die Lithium-Ionen-Batterie ist ja nur ein Überbegriff, ja, über wirklich eine große Klasse unterschiedlicher Batterien mit ganz unterschiedlichen Leistungsmerkmalen auch. Ganz extrem leistungsfähige Batterien und dann andere, die sehr lange Lebensdauern haben, andere, die besonders geringe Gewichte haben. Nur nie alles gleichzeitig. Es gibt nicht die eiermilchliegende Wollmilchsau in der Batterietechnik. Aber es wird so sein, im Moment sind es Lithium-Ionen-Batterien, die hauptsächlich angewendet und eingesetzt werden. Ist denn da absehbar, dass sich in der breiten Anwendung da etwas ändert, also dass es eine andere chemische Basis geben wird? Also sagen wir mal so, manche bezeichnen ja zum Beispiel Festkörperbatterien als irgendeine neue Klasse. Das tun wir eigentlich nicht, weil das ist nur der, in Anführungsstrichen, nur der Austausch einer Komponente, nämlich des flüssigen Elektrolyten gegen einen Festkörperelektrolyten. Im Kern haben sie da immer noch die gleichen Elektrodenmaterialien drin, eben Nickel, Mangan, Kobalt, das ändert sich gar nicht mit der Festkörperbatterie. Also ist die Frage, ob man das jetzt schon als eine große Veränderung ansieht. Das sehe ich eher als die evolutionäre Weiterentwicklung an, die der Kunde oder die Kundin am Ende gar nicht groß spüren wird. Ja, das wird einfach ein fließender Übergang sein. Es gibt schon auch die Ideen, sozusagen das Lithium zum Beispiel zu ersetzen durch Natrium. Das wird sehr viel erforscht an verschiedenen Natrium Stellen. ist in Kochsalz drin. Genau, Das ja, das ist genau. in Meerwasser, 3, 4% im Meerwasser. Das ist also in unseren Einheiten unendlich viel vorhanden, auf jeden Fall. Aber die Eigenschaften der Batterien sind halt bei weitem noch nicht so gut wie das, was man mit Lithium heute erreicht. Also in diesem Jahrzehnt sehe ich auf der Straße in den PKWs, das werden lithiumbasierte Batteriesysteme Und sein. wie erreicht man dann die Kosteneinsparung? Ist dann einfach weniger Material oder wodurch wird das günstiger? Ja, das ist ein ganzes Bündel, ne? Also Tesla hat das mal letztes Jahr in ihrem Battery Day mal sehr schön aufgeführt, wie sie in den nächsten 5 Jahren zu 50% Kostenreduktion 50 kommen. Prozent. Ja, 50% von heute etwa 90 Dollar, sagen wir mal, pro Kilowattstunde, die in der Produktion haben, auf etwa die Hälfte. Und das waren 6 verschiedene Einzelmaßnahmen, ja, weil es ist nicht der eine Punkt, an dem man drehen kann. Aber da geht es zum Beispiel darum, weniger Kobalt einzusetzen. Kobalt ist nicht nur, was die Gewinnung geht, immer wieder umstritten. Es ist auch das teuerste Material mit Abstand, also bringt man das runter. Ja. Tesla hat heute noch 5 bis 10% des Kobalts drin, was man vor 30 Jahren in den Batterien eingebaut hat. Ja. Also das heißt, da sind eben auch schon enorme Fortschritte gemacht worden. Dann geht es um andere Prozesse, also andere Herstellprozesse, wo man deutlich kleinere Fabriken bauen kann, wo man weniger Energie in den Produktionsprozess reinstecken muss. Und auch eben die Erhöhung der Energiedichte, also Verkleinerung des Gewichtes, spart Material. Also über den Weg sozusagen kommt das dann auch den Kosten zugute. Und jetzt die Batterie wird immer günstiger, sie wird zumindest im Verhältnis zu den Kosten und zum Gewicht auch immer leistungsfähiger. Aber irgendwann ist eine Batterie, das kennt jeder dann auch mal, wenn man einen Akku hat, irgendwann funktioniert es nicht mehr, jeder kennt es vom Handy, irgendwann ist vorbei. Wie ist denn dann der, wenn es im Fahrzeug nicht mehr genutzt werden kann, wie ist denn dann der Werdegang? Denken Sie dann auch mit, dass man die Batterie zweitverwendet oder dass man sie am Ende auch recycelt? Ist das auch schon Teil der Überlegung? Also ganz klar, das ist ganz zentral. Auch da wird, muss man sagen, in Deutschland sehr viel Geld auch in die Forschung da investiert. Das Forschungsministerium hat da gerade nochmal große Programme, die genau diese Fragen adressieren, auch nochmal lanciert. Diese Frage der Zweitverwendung, wir untersuchen das gerade nochmal wieder, versuchen das zu rechnen. Ich bin da ein bisschen skeptisch, weil tatsächlich auch die Anforderungen, die man zum Beispiel an eine Batterie in einem Photovoltaik-Haussystem hat, ist eine ganz andere als im Auto. Im Auto, Wie anders wird Strom gespeichert? ja, aber im Auto reichen mir so 500 bis 700 Lebensdauerzyklen ungefähr. Also wenn Sie 400 Kilometer Reichweite haben, 700 Zyklen sind 280.000 Fahrkilometer. Das ist schon was, ja. Ja, das reicht für die Autos, ne? Aber in einem Hausspeichersystem
fährt man 250 Zyklen im Jahr ungefähr. Das heißt also, dort sollten wir auf die 10 Jahre kommen. 2.500, 3.500, 3.000 Zyklen sind da notwendig. Und da jetzt mit einer ausgenutzten Fahrzeugbatterie zu kommen, das wird nicht das Erfolgsmodell werden, ne? Ich glaube, es wird wichtig sein, zu einem Elektrofahrzeug mit einer schwächer werdenden Batterie immer den richtigen Fahrer zu finden oder den richtigen Eigentümerin zu finden, ne? Es braucht nicht jeder 400 Kilometer und Reichweite. Und der Zweitwagen reicht auch mit 200 Kilometer Reichweite. Und da müssen wir hinkommen, dass die Batterien in den Fahrzeugen optimal ausgenutzt werden. Und dann kommt das Recycling. Aber das, klar, auch da wird ja hier in Aachen auch sehr viel gearbeitet dran. Und wir können heute quasi alles recyceln, was drin ist in den Batterien. Das ist immer eine Kostenfrage. Deswegen sind da tatsächlich auch politische Vorgaben extrem wichtig. Heute ist es immer noch billiger, frisches Lithium irgendwo aus neuen Minen zu holen, als es zu recyceln. Deswegen geht das Lithium heute noch nicht, wird nicht recycelt. Nicht, weil es nicht geht, sondern weil es einfach wirtschaftlich nicht ist. Aber die Batterien werden heute schon so gebaut, dass es machbar ist. Und was bräuchten wir denn an Rahmen? Bräuchten wir da eine Quote oder eine Vorschrift, dass das gemacht werden muss? Genau, das ist ja, was die EU auch gerade noch wieder ausarbeitet. Das ist auch gut, dass das europaweit dann sind. Da wird einfach vorgegeben, welcher Gewichtsanteil so einer Batterie muss recycelt werden. Da wird nicht gesagt, welches Material oder sowas, aber es wird einfach gesagt, im Moment sind es 50%, es wird über 70% wird über diskutiert. Und dann sozusagen müssen sich natürlich auch die Fahrzeuge in Verkehr bringen, sich von Anfang an überlegen, wie dann die Kette hinten raus aussieht. Da muss auch teilweise Geld zurückgelegt werden, weil das kostet Geld. Aber mit den entsprechenden politischen Vorgaben wird das genauso passieren. Also diese Circular Economy ist da schon voll auch mit reingedacht. Letzte Frage jetzt. Wir erleben ja gerade einen Boom in der Elektromobilität und das geht natürlich auch ein bisschen damit einher, dass im klassischen Verbrennerbereich Diesel, Benzin, die Produktion zurückgeht, auch die Arbeitsplätze zurückgehen. Haben Sie den Eindruck, also Sie werden das ja verfolgen, dass das Neue tatsächlich, dass dann da auch viele neue Arbeitsplätze entstehen, dass Deutschland da auch, es gab ja lange Zeit eine Diskussion, wir sind bei den Batterien abgehängt von Asien, dass wir da aufgeholt haben. Also wie ist die Entwicklung insgesamt und was müsste getan werden, damit es noch besser wird, damit wir noch besser vorankommen? Ich glaube, was man erstmal sagen kann, ist, was das eigentliche Bauen von Elektrofahrzeugen angeht. Da haben unsere Fahrzeughersteller in den letzten 2, 3 Jahren wirklich einen sehr, sehr guten Schritt nach vorne gemacht und müssen sich heute vor niemandem in der Welt verstecken, was diese Fahrzeugangebote angeht. Man sieht es ja auch an den Zulassungszahlen in Deutschland. Es sind unter den Top 6 Firmen oder sowas sind, glaube ich, 4 deutsche Automobilhersteller im Moment, die sozusagen an Neuzulassungen Elektrofahrzeuge liefern. Das ist nicht Tesla Nummer 1, das ist Volkswagen an der Stelle. Bei den Batterien sind wir noch dran. Es gibt jetzt eine Vielzahl von Projekten, also viel mehr, glaube ich, als man letzten Endes sozusagen ins Ziel bringen muss, die sich wirklich vorgenommen haben, mit eigener Technologie in Europa Batteriezellen zu entwickeln. Die Landesregierung, die Bundesregierung, die EU, alle haben das ja ganz oben auch auf die Prioritätenliste gesetzt, richtigerweise meine ich, weil das macht ein Drittel der Wertschöpfung aus ungefähr. Und was da jetzt geplant wird, das ist sehr gut erstmal auch für die Unabhängigkeit, auch Technologieunabhängigkeit, aber natürlich auch für den Arbeitsmarkt. Das ist, glaube ich, keine Frage. Ist auch ganz wichtig in der Psychologie der Unternehmen, dass eben dort, wo eben dann demnächst tatsächlich die Werke für Verbrennermotoren oder Getriebe sozusagen nicht mehr in dem Umfang benötigt werden, dann eben jetzt neue Möglichkeiten wie in Salzgitter zum Beispiel entstehen. Ne? Ein großes Motorenwerk, wo jetzt eben VW sein Exzellenzcenter für die Batteriezelle aufbaut und dann sicherlich auch eine der großen Fabriken hinstellen wird. Also ich glaube, vielleicht gelingt es uns da mal sozusagen nicht die Ersten sein zu wollen, sondern in der zweiten Welle dann richtig erfolgreich. Also vielleicht andersrum als in der Photovoltaik, wo wir in der ersten Welle gut waren und dann leider nicht mehr so. Vielleicht machen wir es diesmal richtig. Und ich bin da sehr optimistisch. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Professor Sauer. Sehr Das ist gerne. absolut spannende Erläuterung. Man sieht hier an der RWTH am eLab, einer Gemeinschaftseinrichtung mit einem, das darf ich jetzt mal aus Berliner Sicht sagen, der sich mit Energiepolitik beschäftigt, mit einem der wirklichen Kapazitäten, was Speichertechnologie in Deutschland angeht, wird Zukunft gemacht.
Zukunft der Mobilität, aber nicht nur Zukunft der Mobilität, auch Zukunft der Energiewirtschaft und wo auch deutlich wird, Klimaneutralität, CO2-neutrale Antriebe, wie wir sie im Elektrobereich hier haben, die schaffen in Zukunft auch wirtschaftliche Grundlagen und Arbeitsplätze. Danke, dass Sie uns zur Verfügung gestanden haben, dass Sie uns Sehr das gerne. So spannend erläutert haben und weiterhin viel Erfolg für Ihre Arbeit. Das sieht alles gut aus hier mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, was Sie leisten, auf dass das in Aachen noch weiter erfolgreich läuft. Ja, ganz herzlichen Dank. Machen wir gerne. Gerne.